Hat es Jesus Christus tatsächlich gegeben oder nicht? In Diskussionen und online kommt die Frage immer wieder auf. Und verstehe mich richtig, es geht jetzt nicht um die Frage, ist Jesus auferstanden und nach seinem Tod munter rumspaziert oder hat er Wunder gemacht, sondern wirklich um die Frage, hat es vor 2000 Jahren im Nahen Osten einen Mann gegeben, der die Leute so fest fasziniert hat, dass daraus eine neue Religion entstanden ist? Wie kann man das herausfinden? Was gibt es da für Beweise dafür? Da gibt es ja zum Beispiel Grabtücher, Reliquien, Knochensplitter und so weiter, aber man muss davon ausgehen, dass die nicht echt sind. Und darum sind die einzigen Quellen, wo man wirklich anschauen kann, Text, also was die Leute aufgeschrieben haben über Jesus. Und da gibt es auf der einen Seite die biblischen Quellen und die nicht-biblischen Quellen, also die christlichen und die, die von außen kommen. In der Bibel haben wir hier Paulusbriefe, das sind die ältesten Texte, die davon ausgehen, dass es Jesus gegeben hat. Die sind so in den 50er Jahren vom 1. Jahrhundert entstanden. Und dann die Evangelien, die sind nochmal so 20 bis 40 Jahre später entstanden. Bei den außerbiblischen Quellen gibt es zum Beispiel den jüdischen Historiker Josephus, der hat kurz vor dem Jahrhundert Jesus erwähnt, beziehungsweise über ihm seinen Brüder geschrieben. Man geht heute davon aus, dass die Texte von Christinnen überarbeitet worden sind, weil sie doch sehr ehrerbietig über Jesus schreiben. Aber es kann gut sein, dass der Kern dort drin, dass es einen Mann hat, der als Wundertäter durch die Welt gezogen ist und Leute fasziniert hat und hingerichtet worden ist, dass der Kern original ist. Ungefähr zur gleichen Zeit hat der römische Historiker Tacitus Jesus erwähnt. Er schreibt über ihn, dass er zu der Regierungszeit vom Kaiser Tiberius unter dem Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. Auch der Römer Sueton erwähnt den Christus als Anführer von jüdischen Unruhestiftern. Und sogar noch ein bisschen älter ist ein Text vom Stoiker Mara ben Serapion, der über einen weisen König der Juden schreibt, wo die Juden zwar hingerichtet haben, aber wo nachher in seiner Lehre weitergelebt hat. Es gibt auch rabbinische Texte aus dieser Zeit, wo Jesus als Zauberer und Unruhestifter schildert und seine Hinrichtung erwähnt. Es gibt also mehrere voneinander unabhängige antike Texte, die davon ausgehen, dass es einen Mann gegeben hat, der seine Anhänger Christus genannt hat. Der hat zu seiner Zeit für Aufruhr gesorgt, ist darum auch getötet worden, hat aber eine ganze Bewegung gestartet. Und es ist tatsächlich unwahrscheinlich, dass sich in diesen paar Jahrzehnten so ein Mythos um eine Person gebildet hat, die nicht einmal gelebt hat. Was von diesen Überlieferungen historisch ist, was erfunden ist oder gesteigert worden ist, das steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Es hat in der Aufklärung daraus eine richtige Forschungsrichtung gegeben, wo Leute probiert haben herauszufiltern, wer ist der historische Jesus war, die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Im nächsten Video von dieser Serie geht es um die Frage, ist Jesus tatsächlich auferstanden? Wir sehen uns in einer Woche. RevLab.